Bandicoot 2. Cortex strikes back. Ja! Okay. Ja, damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play, und zwar Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, beim letzten Mal ist ja Crash Bandicoot vorbeigegangen und ich hatte gesagt, ich werde jetzt die komplette Reihe Let's Playen. Und genau, hier geht's dann jetzt los mit der Folge. Und jetzt müssen wir noch mal kurz warten. So, jetzt ist es wieder da. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Lautstärke nochmal verändert. Und wir sagen natürlich neues Spiel. Mal gucken, wo uns die Welt hinzufügt. Da, Cortex. Kristall! Na klar! Wie man merkt, es geht, das Spiel so gesehen, ein Jahr später nach dem, was aber gewesen ist. Der Cortex, für die totale Macht brauchen wir nicht nur den Hauptkristall, sondern auch die übrigen 25 kleinen Kristalle von oben. Die sollen wir dir holen, wenn wir auf der Erde keine Verbündeten mehr haben. Du Narr, glaubst du, ich weiß nicht um unsere Lage? Wenn wir auf der Erde keine Freunde mehr haben, brauchen wir halt einen Feind. Crash? Crash? Crash, meine Batterie ist leer. Mach dich nützlich, großer Bruder, und hol mir meine Ersatzbatterie. Ja! Und damit, lieber Crash. So. Doing, doing, doing. Ihr kennt ja das Prinzip aus Crash Bandicoot 1, die ganze Kisten zerstören, aber ihr merkt vielleicht, es gibt ein paar neue Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Bauchplatzer, so einen Supersprung und wir können rutschen. Aber es gibt immer noch dieselben Leben. Zack. Und natürlich ist natürlich wieder alles dasselbe. Wir wollen natürlich alles mitnehmen und patsch! Jetzt aus. Wir sind hier jetzt gelandet. So, so, so. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wird wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum siehst du fünf Türen. Hinter jeder Tür liegt ein gut versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mehr werde ich im Augenblick nicht sagen. Wir sprechen uns wieder. Genau in diesem Moment würde ich schon nicht losgehen. Aber ihr seht, wir müssen jetzt da oben, zum Beispiel seht ihr hier einmal, wo ich jetzt direkt runterhüpfe, so einen blauen. Also die farbigen, dann haben wir hier den Kristall und da ist wieder ein Edelstein, hier hätten wir zum Beispiel einen roten. Und die sind diesmal komplett anders zu holen und ich will diesmal, es ist diesmal machbar, dass ich die 100% hinkriege. Und wir gehen jetzt natürlich erstmal ins erste Level rein sofort. Machbar. Wir wollen das natürlich versuchen. Und ich hole mir gleich sofort schon mal den ersten farbigen Kristall. Ist ein bisschen schwer, das herauszufinden. Ich gebe zu, ich habe mir ein bisschen Hilfe aus dem Internet geholt. Aber das habe ich auch nur bei den farbigen gemacht. Bei den ganzen anderen Sachen war klar, wie man die sich holt. Und die sind hier halt durch nicht zerstören von irgendwelchen Kisten. Deswegen flitzen wir jetzt hier einfach durch. Hier machen wir auch einfach keine kaputt. Wir steuern noch extra keine Gegner, damit wir sie ja auch nicht irgendwie
töten oder so. Zack. Hat ein bisschen Angst, dass ich die treffe. Ich finde, im Gegensatz zu 1 hat sich die Spielmechanik hier in 2 extrem verbessert. Schon allein dadurch, dass du jetzt mehr Möglichkeiten hast bezüglich Sprünge, finde ich super. Nicht immer nur diesen Einzelsprung, sondern jetzt auch noch diese Möglichkeit und diesen Extra. Und da sind diese Kristalle, die wir sammeln müssen, die Cortex haben will. Aber ganz ehrlich, ich, wenn ich den das letzte Mal schon runterschubsen musste zum Töten, würde doch nicht jetzt, wenn er mich anfunkt, wenn er sagt, ja, er braucht die Kristalle, dass ich die für ihn hole, ne? Das war doch schwachsinnig. So, da haben wir den blauen. Zack, durch geht's. Ich finde das so cool, wenn er das macht. So, jetzt geht's wieder auf. Jetzt spricht wieder jemand zu uns. Wer? Cortex. Gut gemacht, Crash. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt hör gut zu. Diese Hologramme kosten viel Energie. Bei meinen Studien bin ich auf eine Kraft gestoßen, die die Welt zu zerstören droht. Kristalle sind das einzige Mittel, diese Kraft aufzuhalten. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Du musst mir daher unbedingt diese Kristalle holen. Da, Crash? 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 Bist du da? Crash? Bist du da, Crash? Okay, sie versucht uns auch anzufunken, aber geht nicht. Gut, die Welt geht kaputt. Fein verbünden? Ich weiß es nicht. Ich würde es schon tun. Naja, aber jetzt gehen wir, wie gesagt, nochmal in das Level rein. Ich werde versuchen, immer möglichst alles auf Anhieb hinzukriegen. Mit den 100%. Das heißt, wir gehen halt jetzt nochmal in dieses Level rein, um alle Kisten kaputt zu machen. So, aber ich beeile mich natürlich. Weil ganz viel beachten muss man nicht. Vor allem haben sie die Kisten auch nicht so hardcore-mäßig versteckt, dass es Probleme geben würde. Hier wissen wir, dass da nichts drüber ist. Kaputt machen. Zack, drüber. Das. Ohne zum Checkpoint. Patsch. So, haben wir auch wieder einen Checkpoint. So, das da unten sind Nitro-Kisten. Auch neue Kisten, die mit eingebaut wurden. Aber die jucken uns nicht. Zack. Also wie gesagt, Leute, das Sache ist, ich kenne das Spiel so gut wie fast in- und auswendig, weil ich das damals gesuchtet habe wie sonst. Das erste hat mir nie so wirklich gefallen, aber 2 und 3 waren wirklich so eine mit der schönsten, die ich wirklich am liebsten gespielt habe. 2 habe ich erst später bekommen wie 3, mit 3 ist so meine Leidenschaft zu Crash Bandicoot hochgekommen. Und 2 habe ich mir dann sogar noch später noch gekauft, weil ich das einfach so cool fand. Und wie gesagt, ich habe 2, glaube ich, auf allen 4 Spielständen, die möglich sind, habe ich hochgezockt. Und deswegen weiß ich natürlich, wie alles geht und wo alles ist. Oh, aber nicht, wie man beinahe verreckt. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch oben eine Kistenanzeige, das ist auch cool, haben sie auch besser gemacht. Boing. Äpfel mitnehmen. Damit. Kaputt. Und das kennen wir ja auch. Supermaske. Okay, jetzt müssen wir abwarten.
So. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Wie habe ich jetzt schon 12? Oh, nice. Das hier werden diesmal ein bisschen mehr wie nur 11 Parts, also keine Angst, diesmal wird es ein etwas langwierigeres Projekt. Und danach ist auch schon Crash Bash vorgesehen, weil ich wollte mir meinen Lieblings-Crash Bandicoot-Teil gerne für den Schluss aufheben. Und Crash Bash ist halt wie gesagt nur so ein Zweispieler-Spiel. Das werde ich auch zusammen mit der Engelchen machen. Und da haben wir dann auch den Kristall, den Edelstein. Zack. Und ab noch Huse. Was kommt jetzt? So, du sammelst also Kristalle für Cortex, findest aber einen Edelstein. Interessant. Nun, Crash, ich sage dir, solange du ein Verbündeter von Cortex bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles daran setzen, dich zu stoppen. Wenn dir wirklich am Schicksal der Welt gelegen ist, dann sammel die Edelsteine, nicht die Kristalle. Mit allen 42 Edelsteinen zusammen kann ich einen Laserstrahl bauen, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich dich daran hindern, Kristalle zu sammeln. Dabei ist es so viel einfacher, die Kristalle zu sammeln, anstatt die scheiß Edelsteine. Weil die Kristalle einfach nur heißen. So, den roten, den kriegen wir leider nicht. Bam! Das weiß ich auch schon, dafür müssen wir jetzt in ein anderes Level. So, die Nitro-Kisten, die kriegen wir halt wie gesagt nur mit diesem, mit dem grünen Teil da auf. Zack. Da ist er nämlich, da kommen wir aber erst später hin. Zack, und in jedem Level gibt es jetzt auch diese Bonus-Level. Ist nicht mehr so wie mit diese drei Zeichen da sammeln von der. Ich glaube, das sollte damals die Coco darstellen. Sondern hier ist jetzt in jedem Level ein Bonus-Level mit drin, wo man hinlaufen muss. Okay. Zack, komm ich so dran, so dran, so dran. Zack, kaputt machen. Juhu! Und hoch geht's. So, machen wir natürlich den erstmal auf. Die Anfangslevel, die sind natürlich erstmal total einfach. Vor allem jemanden, der das schon so lange gespielt hat wie ich, der weiß natürlich, wie das Ganze funktioniert hier. Jump. Kaputt machen. Darüber weiß ich auch Bescheid. So, deswegen haben wir noch nicht alle Kisten, weil wir erst die rote haben müssen. Dann müssen wir erst in ein anderes Level. Und um zu das Level hinzukommen, nach vorne. Wobei. Nö. Nö. Das war mein Fehler jetzt.
Fehler jetzt? Natürlich, wir haben die Nitro-Kisten nicht kaputt gemacht. Hallo? Wenigstens die TNT-Kiste sind kaputt. Okay. Hier sind ja schließlich auch Kisten, die würden wir nicht kriegen. Kann ich nochmal gucken. Geht ja schnell.